bislang beste Zeit. Ihr seid ja alle früh dran. Feuerwehrfrau Morris, Sie kommen gerade recht zur feierlichen Enthüllung. Bitte, Feuerwehrmann Sam. Tja, da haben wir sie, Sir. Meine neueste Erfindung, der Jogger Laut. Ich glaube, er bewegt sich fast so schnell wie Penny. Respekt, Sam. Aussehen tut er ja toll. Wer möchte der Erste sein, der ihn ausprobiert? Na? Rosa! Rosa! Deine Frühstück, wo bist du? Ma che strano. Rosa wartet doch immer schon auf ihr Frühstück. Nun denn. Oh! Was? Hier wird nicht vorgedrängelt, Cradlington. Entschuldigung, Sir. Immerhin bin ich hier der Dienstälteste. Ich finde, wir fangen mit der niedrigsten Geschwindigkeit an, Sir. Bis Sie sich dran gewöhnt haben, meine ich. Noch gut. Dann starten Sie das Ding mal. Was ist bloß in die Gefahr? Die beiden sind nie scharf aufs Turnieren gewesen. Ja, weißt du es denn nicht? Wir erwarten den Fotografen. Ich würde sagen, fürs Erste reicht das, Sim. Ich will die Maschine ja nicht mit Beschlag belegen. Dann kommen Sie mal, Cradlington. Steigen Sie auf. Ja, Sir. Wozu denn ein Fotograf? Sie machen einen Kalender mit den trainiertesten Feuerwehrleuten in Wales. Und einer von uns soll dabei sein. Na, und wer? Der Fitteste. Ja. Oh, coole Umhängetasche. Ist die neu? Ja, Bella hat sie mir geschenkt. Ich würde mich heimwärts bewegen an eurer Stelle. Die Wolken, die da hochziehen, gefallen mir gar nicht. Die sind schwarzer als das schwarzeste Kaminloch. James, er hat recht. Gehen wir. Ja, es rumpelt schon ganz schön. Tschüss. Na, jetzt mach mal eine Pause. Nein, nein. Ich bin doch gerade erst schön in Schwung gekommen. Donnerwetter, dass der sogar Seite rückwärts kann. Was machst du denn für Sachen? Ich weiß auch nicht. Der Jogalato ist mir unter den Füßen weggelaufen. Rosa, komm da runter! Da bist du nicht sicher vor dem Unwetter. Du bist in 30 Minuten 5 Kilometer gelaufen. Das ist Spitzenklasse. Du bist ja der reinste Tornado. Ja, ja, danke, Elvis. Gut, jetzt kommen noch ein paar tolle Sprünge. Oh, ich könnte auch noch ein paar Pfündchen stemmen. Gewichte sind nicht gleichmäßig verteilt. Ich fürchte, du kommst in eine Schräglage. Ach was, ich bin stärker, als ich aussehe. Oh, ist doch ziemlich heftig. Sag's auch noch. Ich muss es zugeben, mir ist jetzt doch ein bisschen blümmerant. Ich glaube, ich mach Schluss für heute. Gute Idee, Elvis. Norman Price, was machst du denn hier? Ich probiere den neuen Trainer aus. Man lernt er angeblich schneller laufen. Du bist hier nicht auf dem Spielplatz, Norman. Das hier ist ein Trainingsraum für uns Feuerwehrleute. Na gut, dann gehe ich eben. Vielleicht kommt sie raus, wenn sie das riecht. Da ist Thunfisch drauf. Sie kann nicht raus. Sie hängt fest. Ach was, lass mich ran. Was macht ihr? Oh. Das ist nicht. Jetzt häng ich auch noch drin. Mama Mia, wo macht sie bloße Spätchen? Das ist doch wirklich kein Katzenwetter, wenn ich mal so sagen darf. Mach du gar nichts. Ohne Hilfe geht das nicht. Ist ja gut, Rosa. Macht ihr hier nicht schnapp, ich gehe Hilfe holen. Bis zur Telefonzelle sind es nur ein paar Minuten. Beeile dich, James. Ja, hält man's für möglich? Sarah und Rosa sitzen auf dem Berg fest. Na toll. Und das bei dem Unwetter, das aufzieht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf die Plätze.
gleich. Dann sind wir wieder frei. Oh nein! Sie sind schon da, Sarah. Oh Gott sei Dank, ich hab's nicht geschafft, Onkel Sam. Sie hängt im Draht fest. Das kriegen wir hin. Es war völlig richtig, uns anzurufen, James. Jawohl, gut gemacht, junger Mann. Wir können jeden Moment runterkommen. Wir müssen die beiden frei haben, bevor der sie erschlägt. Frisch ans Werk! Alles wird gut. Sollst sehen, wie schnell wir dich da raus haben. Du hast dich total verheddert. Davis, kümmer du dich um Rosa. Wird gemacht. Rosa, nein! Bleib da! Oh nein! Keine Panik, Elvis. Ich fange sie schon wieder ein. Gut gemacht. Ihr fehlt gar nichts. Aber halte dich von Stachelzäunen fern, Rosa. Und bei einem Unwetter unter Bäumen Schutz zu suchen, das lass lieber. Ein guter Rat. Er gilt für Katzen und Kinder. Grazie, molte grazie. Du hast sie mir gerettet, meine süße Bambina Rosa. Bedank dich nicht nur bei mir, Bella. Sarah hat uns geholfen. Grazie, Sarah. Heute ist also der große Tag. Der Fotograf ist da, um das Bild von unserem fittesten Feuerwehrmann zu machen. Sam, steig auf den Joggalator für dein Foto. Nein, Penny, du machst das. Wieso ich? Er hat recht, Feuerwehrfrau Morris. Denn was Fitness angeht, sind Sie uns drei in Haus hoch überlegen. Hurra! Lächeln bitte. Jan, seht euch das an. Was soll das? Was macht ihr da? Danke, Feuerwehrfrau Morris. Eines davon kommt bestimmt auf das Deckblatt des Kalenders. Du hast es verdient. Danke, Sam. Elvis, vielleicht schaffst du es ja nächstes Jahr aufs Titelblatt. Meine Nase! Vielleicht auch nicht. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was jemand dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Sir, was steht heute für uns auf dem Plan? Es gibt da von der Feuerwehrleitstelle eine Anweisung. Heute dreht sich hier alles um Teambildung. Wie geht wohl Teambildung? Müssen wir alle wieder in die Schule, um uns zu bilden? Nein, Elvis. Wir machen Übungen, durch die wir als Team besser zusammenarbeiten. Oh, und was für Übungen sind das dann? An die Zehen kommen? Oder Liegestütz vielleicht? Nein, Critlington, es geht um die Übung menschliche Pyramide. Ich habe die neuen Planken für den Anlegesteg verlegt. Aber wir müssen auch hier vorn was tun, damit der Steg nicht wegbricht. Guter Vorschlag. Das gehen wir als nächstes an. Na komm schon. Hallo, Kinder. Hallo, Mut. Morgen. Tag, Gareth. Wie geht's denn? Ach, eigentlich gar nicht so gut. Keine Fahrgäste, was? Du sagst es. Oh, was ist das? Das sieht ja unheimlich aus. Und das erstmal. Nein, ich kann gar nicht hingucken. Anscheinend wollen dieser Tage nicht viele Leute mit dem Zug fahren. Das ist schade, denn ich würde den Fahrgästen so gern unsere herrliche Bergwelt zeigen. Hä? Guck doch mal die da. Ganz viele Bilder von so verschmierten Punkten. Die mag ich. Die machen nicht so schreckliche Angst. Das sind keine Schmierflecken. Das sind doch Fotos vom Ponty-Pandiness-Monster. Was denn für ein Ponty-Pandiness-Monster? Ja, jetzt hört mal gut zu. Im See, da haust ein Monster, erzählten die Leute. Und da kamen die Menschen aus aller Welt, um es zu sehen. Sie sahen spritzende Fontänen und Wasserstrudel. Andere sahen eine pechschwarze Flosse. Und einige hörten ein brummendes Raunen. Schon gut. Ist ja schon das lange macht her. Mir trotzdem richtig Angst. Unsinn, die Geräusche kamen aus der alten Kohlenmine, James. Jetzt hab keine Angst. Es gibt natürlich kein Ponty-Pandiness-Monster. Das sahen all die Besucher damals aber ganz anders. Von denen könnte ich ein paar als Fahrgäste gut gebrauchen. Die sind alle hergekommen, um das Monster zu entdecken? Ich
Ich weiß, wie wir Großvaters Zug voll kriegen. So, dann setze ich meine ungeheuer geniale Idee jetzt auch in die Tat um. Monster! Monster! Da ist das Fuzzy Penny, das Monster! Oh nein! Ganz sicher? Was hast du gesehen? Erzähl mal ganz genau. Ich habe das Strudel gesehen. Na und dann haushohe Fontänen aus Wasserspritzern und eine pechschwarze Flosse dazwischen. Und ich hörte so ein komisches... Das ist ja großartig. Das ist es gar nicht. Das Pontypennines Gruselmonster ist wirklich lebendig. Ja. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Gwendolyn, Sarah hat eben das Pontypennines Monster gesehen. Ach, Charlie, Sarah hat eben das Pontypennines Monster gesehen. Mom, Sarah hat das Pontypandiness Monster gesehen. Warum? Am Bergsee. Oh, das existiert doch gar nicht. Nicht wahr, Dillis? Haben Sie gehört? Das Pontypandiness Monster ist im See. Was höre ich da gerade? Das Pontypandiness Monster ist im Bergsee. Also, ist es wieder da? Ja, da kommen die Schaulustigen sicher in Scharen. Na, das Hof darf eingehender Überprüfung der Sicherheit. Ich geh schon. In Ordnung, Critlington. Aber denk immer dran, das ist eine offizielle Mission. Alles gut, Penny. Ja, Sam, aber ich freue mich, wenn wir mit der Teambildung fertig sind. Alle einsteigen, bitte. Wartet auf mich. Schließlich will ich auch das Monster sehen. Ich meine, natürlich die Sicherheit der Besucher am See überprüfen. Das hält immer noch nicht richtig. Da werden wir wohl noch mehr Holz brauchen. Es klappt. Mein Plan funktioniert. Ich entdecke das Monster als Erster. Hallo, Großvater. Wirst du jetzt noch mehr Besuche hierher holen? Das werde ich, Sarah. Was für ein wunderbarer Tag heute doch ist. Bis gleich. Ja, bis gleich, Großvater. Wie hat denn das Monster ausgesehen? Ja, hat es auch spitze Zähne? Wo hast du es gesehen? Ja, das war, dort. Wo denn? Da, ja, echt. Da ist es auch schon wieder. Was zur Bärentatze ist denn jetzt los? Wartet! Steg hält das nicht. Hey, der Steg muss erst repariert werden. Wir schwimmen ja. Und zwar zu dem Monster. Ach du dicker Holzwurm. Hören Sie das? Das Monster ist direkt unter uns. Oh, Trevor. Vorsichtig. Sarah, hat sich etwa das Monster auch so angehört? Seht ihr? Sarah hat vor Angst die Sprache verschlagen. Die Geräusche des Monsters kennt sie nur zu gut. James! Oh nein! Da ist ein altes Funkgerät in der Ausstellungshütte. Ruf Feuerwehrmann Sam! Hört mal her, Leute. Versucht alle ganz ruhig zu bleiben. Feuerwehrmann Sam wird jeden Moment hier sein. Sitzen fest in der Mitte des Sees und das Pontypandiness Monster lauert auf Beute? Oh nein! Aus Pontypandy sitzen einige Leute mitten auf dem See fest. Genau dort, wo das Monster sein Unwesen treibt. Von dem Seil an dem treibenden Steg fest. In Ordnung, Sam. Keine Sorge, Leute. Feuerwehrmann Sam zieht euch wieder ans Ufer zurück. Merkur hat anscheinend nicht genug Zugkraft. Irgendwas scheint zu verhindern, dass sich der Steg mitbewegen kann. Elvis, halt das hier fest. Ich werde da runtertauchen. Los, Penny, da unten ist das Monster. Fertig, Sam. Aber wo ist Penny? Hier brauchen
wirklich keine Übungen für Teambildung. So perfekt, wie wir hier jeden Tag zusammenarbeiten. Wir sind super, du hast völlig recht. Schade, Mom. Jetzt habe ich leider das Monster überhaupt nicht gesehen. Bestimmt wird uns Sarah alles ganz genau beschreiben. Naja, richtig gesehen hatte ich das Monster gar nicht. Ich habe ja nur so getan, als ob... Aber Sarah, du hast den Leuten ziemlich Angst gemacht und sie in große Gefahr gebracht. Ich weiß. Es tut mir sehr leid, Onkel Sam. Und ich werde nie wieder so Geschichten erzählen. Aber Sarah, wozu erfindest du denn solche Sachen? Na, ich wollte, dass ganz viele Leute mit deinem Zug fahren, Großvater. Mach dir mal keine Sorgen, Sarah. Ich hatte ganz vergessen, wie schön die Berge hier sind. Und ich werde sicher bald mit dem Zug von Gareth wieder hierher kommen. Ja, ich auch. Und ich. Und wir. Tja, Gareth, da hast du jetzt wohl eine Menge zu tun, was? Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Etwas nach links? Nein, ein bisschen nach rechts. Kurz so bleiben? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich am besten ganz genau da, wo es jetzt hängt. Na, endlich. Ich wünschte, ich könnte auch wieder bei dem Dreibeinlauf mitmachen, Sir. Ja, aber leider hast du diesmal die Einsatzbereitschaft. Schade. Mal sehen, wer diesmal mein Partner im Dreibeinlauf ist, Sir. Wer das auch ist, es wird keineswegs leicht, Penny da zu ersetzen. Ja, das macht dir so leicht niemand nach. Vorsichtig, Norman! Es ist zwecklos. Das schaffe ich niemals. Das glaube ich auch, Mom. Ich hoffe nur, du wirst dich meine Partnerin im Rennen. Oh, also wirklich, du Frechdachs. Eins sage ich dir, Mom. Du wirst den Pokal für den Dreibahnlauf schon noch in den Händen halten. Ich werde ihn nämlich gewinnen. Oh, das wirst du ganz sicher, mein Goldschatz. Ich werde es ganz sicher nicht. Also noch ein allerletztes Mal. Die Pfeile hier, hier und hier zeigen die Route, die die Läufer nehmen werden. Oh, genau wie bei einem richtigen Rennen, Sir. Zufälligerweise handelt es sich auch um ein richtiges Rennen, Quittington. Ach so. Gut, der Einsatz beginnt. So, ich ziehe jetzt die Paare für den Dreibeinlauf. Ah, Quittington, du läufst mit Mike Flatt. Ja. Oh. Volltreffer. Alles klar, Partner. James Jones läuft mit Sarah Jones. Oh, klasse. Mein Bruder, die Schnarchschnecke. Meine Schwester, die Nerverin. Norman Price und Mandy Flood. Oh ja, am besten sie geben uns den Pokal jetzt gleich. Das bedeutet, Sam läuft heute mit Dennis. Oh, das nimmt dir leider die Chance zu gewinnen, langsam wie ich bin. Ach, Unsinn, Dillis. Du brauchst nichts weiter als ein bisschen Selbstvertrauen. So, das sollte bis zum Ziel halten. Viel Glück euch alle und folgt immer schön den grünen Pfeilen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Au, Vorsicht, Norman. Den Pokal gibt es nur für den ersten Platz, Mandy. Es geht links, rechts, links, nein, es ist rechts, 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 rechts. Ich humpel mit meinem Kumpel, da war dumpel du. Ich humpel mit meinem Kumpel, da war dumpel du. Entschuldigung, Dillis. Ihr könnt jetzt loslaufen. Wir haben ein paar Startschwierigkeiten, Sir. Ach, es tut mir leid, Sam. Ich wusste, dass ich dich enttäusche. Wir brauchen etwas, das uns in einen gemeinsamen Rhythmus bringt, Dillis. Sing doch etwas, das dir hilft, im Takt zu bleiben. Einen Reim. Oh, zum Beispiel... Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Ja, aber wir versuchen es. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Na, es geht doch, Dillis. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Ganz einfach geparkt beim Sparpreissupermarkt. Puh, dieser Dreibeinlauf ist ja richtig anstrengend. Naja, machen wir eine Pause. Wir liegen ja vorn. Tja, und ich glaube, das bleibt in Zukunft auch so. Ist doch kinderleicht. Hey, du kannst doch nicht... Shh.
Gibst du schon Aufnahmen? Nicht doch. Ich will euch nur einen Vorsprung geben. Komm jetzt, Elvis. Es geht da weiter. Hör doch auf zu ziehen, James. Das bist du. Du ziehst andauernd. Nein, du ziehst. Du machst das. Ich mache alles richtig. Fein. Und Mom und Sam schaffen das sowieso niemals. Toll. Das war wirklich ein mieser Trick. Ich sagte ja. Ich werde dieses Rennen auf jeden Fall gewinnen. Ganz einfach geparkt beim Sparpreis-Supermarkt. Ganz einfach geparkt beim Sparpreis-Supermarkt. Kinderleicht. Es hieß aber, dass wir hier lang sollten. Ganz einfach geparkt beim Sparpreis-Supermarkt. Ganz einfach geparkt beim... Oh. Norman! Wie kommen die beiden denn hierher? Du sagtest doch, die zwei würden ewig weit zurückliegen. Komm mit, ich kenne einen schnelleren Weg. Hey, dieses Schummeln finde ich gar nicht gut, Norman. Das nennt man Siegen. Komm schon. Ganz einfach geparkt beim Sparpreis-Supermarkt. Norman und Mandy haben hier nicht ausgeruht. Aber wir können doch ein bisschen sitzen. Ich kann keinen Schritt...